wo ich mir noch zwei Rehe geholt habe. Ach so, Und die, die wir abjagen. Du hast die Rehe geholt, okay. Ich fühle mich gerade hart verarscht, Alter. Wovon? Ich komme hier nicht durch die Wände mit dieser Schubkarre. Ja. Ja, das habe ich bei Stranger Deep auch mit dem Bett schon mal festgestellt. Ah, hier. Fast runtergerutscht, Alter. Das Ding hat ja einen Wendekreis. Das ist unglaublich. Ja. Hier, Kater, ne? Wenn du Stranger Deep spielst, ne? Ja. Und du ein Bett außerhalb deiner Behausung baust, ne? Und, ist, und das Bett dann in die Behausung reinpacken möchtest, musst du ein bisschen aufpassen. Hab ich auch schon gemacht. Achso, passt nicht ganz. Ja, wie so. Hat gut funktioniert bei mir. Echt? Bei mir nicht. Hä? Nee, ich hab mich festgebackt. Ja. Da hing das Bett in der Tür drin. Ja, ich hatte ganz schön zu tun, dieses schlapprige Ding da irgendwie unterzubringen, klar, aber es ging. Okay. Nee, ich hab was Großes gebaut. Also ich habe eine richtig große Foundation gebaut. Ich glaube, das waren 3x3 und einen kleinen Flur vorne dran. Ja, warte mal, 3x3 habe ich auch. Und drei Räume, in der Mitte Flur und rechts und links Raum. Habe ich mir gemacht. Ein Lagerraum, auf der einen Seite ein Schlafraum. Mhm. Ja, ich hab einen großen Raum gemacht, aber bei mir passt das Bett nicht durch die Tür durch. Ja. Ihr habt den Zockerraum vergessen. Ich hab's eigentlich durchgekriegt. Wie kann ich denn das Lagerfeuer anzünden? War ziemlich schummig. Was meinst du, Kader? War komisch? Karnickel backen hier ganz schön rum. Es war ziemlich fummelig, das Bett reinzukriegen, aber es hat geklappt. Ja, fummelig war es bei mir auch. Aber es hing dann irgendwann in der Decke fest und hat dann getanzt. Ja, das ist dann halt so wie verklemmt. Da kann ich die Kollision nicht vertragen. Dann ja, ich hab's gerade so hingekriegt. Ja, ich. Vlogs brauche ich noch. Aber ja, die kommen. Komm, leg dich auf mein Bärenfell. Dann mach ich hier vorne mal die Wall weiter. Da liegen noch zwei Loks im Schlitten. Jetzt nicht mehr. Ja, die sammle ich gerade immer ab. Ja. So. Nimmst du mal den Schädel mit hier? Ach. Mäh. Kann ich auch. Ich bin so satt, ich mag kein Blatt. Mäh. Hast du Hunger? Schnapp den Snickers. Ach, ich hab zwei Rehe einstecken. Ich brauch keinen Snickers. Muss das bloß an der Feuerstelle finden. Ess wie ein Mann. Das neue Snickers mit Rehgeschmack. Warte mal, zwei Rehe? Weiß sogar. Das Dual Snickers. Jetzt das neue Snickers im Doppelpack. Wasserflasche, na guck mal. Eine Wasserflasche. Onkel hat eine Wasserflasche. Wasserschlauch. Bitch Bludel. Hatte ich nicht auch bei schon. Rehfälle und ein Seil gibt einen Stimmt. Wasserschlauch. Also ich hätte einen Trinkwasser zum Mitnehmen. Ich hätte einen Topf gefunden. Wie benutze ich den jetzt eigentlich? Warte mal. Also, ach, ich bin hier über euch. Ich kann wahrscheinlich Wasser irgendwo holen. Du bist über uns? Ja, ich komme gerade hier an unserem Haus hoch hier. Komme ich gerade runtergebackt. Ihr habt ja schon hier. Oh, fahrt ihr fleißig. Ah, so jetzt hier. Hunger. Bei mir gibt es hier irgendwie noch eine Blaupause innen drin. Ja. Innen drin? Ja, ich habe hier ein Haus und eine Blaupause ineinander. Wie kann ich jetzt eigentlich Wasser holen hier? Mit dem Topf. Du frag mich nicht. Achso. Das habe ich noch nicht probiert. Kannst du wohl irgendwie, wenn du ins Wasser gehst, kriegst du, glaube ich, irgendwie eine Auswahl zum Vollmachen. Wodka, Cola, Bier. Funktioniert vielleicht bloß an Seen. Ach, jetzt geht das Feuer wieder aus. Oh. Stimmt, ich vermute, es geht wirklich nur an Seen. Oder mehr scheint es nicht zu funktionieren. Ich habe das Gefühl, als wenn wir hier irgendwie noch so einen Windschutz bauen müssen, ey. Was? Für das Feuer, Alter, dass der Wind die ganze Zeit das Feuer wieder auspustet. Oh, ups. Der Wind bestimmt nicht. Das ist höchstens, ich weiß nicht, ob der Regen Einfluss drauf hat, aber ein bisschen verpacktes Feuer. Du hast einfach Gegel gepupst, das alles. Oh, ich brenne. Hey, kuckelst du dich wieder an? Ja. Ja, jeder hat seine Muckis. Mist. Ich brauche was zu essen. Warum hackt denn keiner was? Weil wir Hunger haben. Mach ich doch. Bärenfell. Hack schneller. Hack Schnitzel. Gibt's den Schlitten noch hier irgendwo? Ja, ich hab ihn hier. Ich baue schon. Und der andere steht bei mir hier hinten. Die sind alle so Magic, ja. Also wir bauen einen Schlitten und haben fünf. Ah ja. Ja. Lang Florian, das Ding nicht anfasst, ist alles in Ordnung. Ja, das traue ich mir nicht so ganz.
So. Jetzt haben wir einen Happen essen. Sehr schön. Boah, jetzt ein Döner, Alter. Mist. Ja, Döner hätte ich jetzt auch Lust. Boah. Ich sehe keinen Schlitten. Döner und Döner. Ja. Kratter? Ja. Doch, die Finger von dem Schlitten. Was macht denn der? Was? Trollo, wie soll ich denn den Schlitten in der Hand? Oh nein. Was denn? Tschüss. Ja. Fällst du durch die Welt? Da also im Keller. Ich schau mir jetzt mal die Insel von unten an, aber mitsamt dem Schlitten. Du bist halt. Der steht hier oben. Du bist gejawart. Eigentlich ist das cool. Ich glaube, ich hab hier schon wieder Multiplayer-Bugs. Ja. Ohne genau. Ende. Deswegen werde ich jetzt auch mal speichern. Nein, ohne Flachs. Ich habe hier übelste Bugs. Ich kann in bereits fertige Sachen noch Sachen reinsetzen, weil Blaupausen vorhanden sind. Jetzt ist dunkel. Okay. Ich habe jetzt mal absolute Dunkelheit umfängt mich. Das habe ich schön gesagt. Boxen wieder zwei Loks auf dem Schlitten. 5 Kilometer unter der Karte. Sie verschwinden wieder. Okay. Es ist wie mit Gummibärchen, weißt du, sie braucht schon noch Flügel. Was? War sinnfrei. Ach so. Wachsen Loks auf dem Schlitten. Jetzt habe ich gesagt, das ist halt wie Gummibärchen, brauchst du noch Flügel. Ich bin auch Flügel. Kann er den Schlitten nicht mal loslassen? Doch, du kannst nach unten gucken, E drücken, aber dann bist du im Schlitten drin gebackt. Nein, unter der Karte. Doch, unter der Karte war ich auch schon, dann wirst du mich wieder nach oben teleportiert. Nein, hab ich probiert. Verdammt mich nochmal, sag mal, red ich hier gegen der Wand. Ja, du wirst nach oben teleportiert, aber bist immer noch unter der Welt und fällst wieder runter. So war es zumindest bei mir. Ja. Ich konnte E drücken, lass los, werd wieder Alter, unter die Welt teleportiert. Versucht. Ja. Es funktioniert auch nicht. Niemand hat gesagt, dass es funktioniert. Ich habe auch nicht gesagt, dass du danach nochmal weiterlaufen kannst. Ich habe nur gesagt, dass du hoch teleportiert wirst, aber immer noch unter der Welt bleibst. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Oh, das war der größte Witz in der Geschichte. Die Wiedervereinigung wird uns kein Geld kosten. Bitte, jetzt hört mal auf, ihr wart doch gar nicht dabei damals. Doch, ich war 3 Jahre alt damals. Und ich war damals schon dagegen. Ich bin dagegen. Denn ihr seid ein Anti-Mauer anstatt Anti-Mauer. Bist du in Leipzig mitmarschiert? Die Moment mal. Bei der Wiedervereinigung warst du 3 Jahre alt? Ja. Jetzt rechnet er wie alt. Du mich verarschen? Ach, das kotzt mich doch. So? Du bist jünger wie ich? Ja. Wie immer. Alter. Ich bin Baujahr 87. Eben, wie alt seid ihr eigentlich? 87. Wer redet hier von der Wiedervereinigung? Wer redet davon, wo die Mauer gebaut wurde? Kater, du hast die Mauer mitgebaut? Nee. Kater hat den Zement gerührt. Oh, als junger 25-Jähriger. Ich hab so satt. Mit dem Flugzeug, ich hab so satt. Nee. Und wird doch nichts mehr dabei. Wird doch nackt, meine 2 Rehe, meine Wasserflasche, alles weg. Nein, ernsthaft? Das ist alles weg! Es ist alles weg! Aber dafür hast du im Flugzeug doch die ganzen schönen Sachen. Ja, was denn? Eine Blechaxt. Die kleine Kunststoff, da, das bisschen Kunststoff hier. Aber. Einmal hier irgendwie meine Lokkutsche hier, die wird nicht voll. Warum? Weil keiner mehr arbeitet. Ich glaube auch, Alter, faules Pack. Alter, ich glaube, ich muss mal hier wieder ein paar Regeln wenn hier. Wenn ich da unten wieder ankomme und ihr seid mit der Mauer nicht fertig. Ja, ich will ja hier bauen, aber die hacken ja nicht. So eine Mauer. Ich bin der Einzige, der die Mauer baut, glaube ich. Da waren doch bloß noch 3 Meter. Bei mir leckt es gerade wie Sau. Ja, bei mir auch. Ach, genieß es einfach. Kater, Ja, das ist super, jetzt kommt die hier ins Flugzeug, diese Wichser. Oh, ihr Scheiße! Jetzt noch mehr Leute. Weg, Scheiße, lauf, Forrest, lauf! Kater, bist du eigentlich in Leipzig mitmarschiert? Thomas hat er gerade gefragt, ne? Ja, genau. Scheiße, mit der Pegida. Scheiße hier. Nein. Was? Nein, nicht Pegida, als die Mauer fiel. Ja. Ach, du warst dabei? Cool. Ja. Er war der eine, der immer mit den Knüppeln auf die Demonstranten gehauen hat. Alter! Ihr lacht, ihr wisst gar nicht, wie das gewesen ist. Nee, also das war eine ganz hochexplosive Stimmung, ne? Es war... Ach... Ja klar, ich habe ja klar. War wie so ein Creeper. Jetzt habe ich ja doch auf den schwarzen Bären gegessen. Wir hatten alle Schiss, sagen wir mal so.
Ja, richtig, genau. Ja, auch also, verständlich. Hätte bloß ein Schuss fallen müssen, dann wäre das, glaube ich, eskaliert. Es hätte jeden Moment, wir haben damit gerechnet, dass irgendwann mit der Panzer kommen. Ja, richtig. Warum also, ich meine, hätte irgendwann sich das nicht gefallen lassen. Der hätte doch nur einer sich irgendwie falsch bewegen müssen. Der hätte bloß einer einen Schuss abgeben brauchen, dann wäre die ganze Sache eskaliert worden. Ja. Hm. Also es war schon heftig, was hier in Leipzig los war. Wenn da mal so locker 100.000 Mann über den Ring marschieren hier in Leipzig, also das war schon heftig. Naja. Und jetzt das Thema mit der Pegida, ich weiß nicht, was da wieder los ist jetzt. Ja. Weil offiziell tun wir ja keine Demonstration verbieten. Also wir haben ja Demonstrationsfreiheit. Ja. Dann machen wir es eben inoffiziell und sagen, wir haben nicht genug Polizeikräfte und so weiter. Wir lassen sie nicht laufen. Die dürfen nur dort und dort am Augustusplatz eben demonstrieren. Aber wir lassen keinen dorthin, weil wir alles ringsherum absperren. Genau. Wir lassen die linken Zecken machen, was sie wollen. Damit sie das... Na, ist egal. Ja, schwierig. Lass mal jetzt diese politischen hier, das bringt's nicht. Ich wollte ja bloß mal wissen, ob du dabei warst, Mensch. Ja. War eine interessante Sache, gehörte dazu. Sag mal, wenn ich eigentlich hin, wo ist denn das Häuschen noch da? Guinness, jetzt mach mal hier. Oh, Glaube. Ja, bei mir leckt's auch gerade ziemlich. Wie gesagt, das ist doch schön. Du sollst Spiele. Obwohl ich angeblich 60 Frames habe, aber es sieht mir nicht nach 60 Frames aus. Ein bisschen Spaß muss sein. Der Internet-Lag aus. Komm mal voll in die Hüte. Sonnenschein. Ich glaube, ich stelle mal meine... Ich und du im Wald allein. Ein bisschen Spaß muss sein. Oh, ein See. Der Kaninchen, Ein Teich. Wie immer ohne Fische. Hey, wo ist, gibt's denn eigentlich diesen Speer eigentlich noch? Nee, den habe ich im Multiplayer nicht mehr gesehen. Den habe ich überhaupt noch gar nicht mehr gesehen. Stimmt. Was den, für die Fische, den habe ich einstecken. Der steckt in der Teiche drin. Jetzt in der Teiche drin, gesehen, okay. Ich konnte ihn nicht rausnehmen, weil ich schon einen hatte. Du hast jetzt schon einen? Wer habe ich für Fische? Okay. Ich hab den nicht mehr gesehen, ey, schon Ewigkeiten nicht mehr. Der war nämlich vorher immer hinten bei dem Anger. Am Zelt hat er immer gesteckt. Ja. Der steckt in der Teiche drin. Oder neben dem Teich, ja, da, also im Ansatzwasser. Wollen wir mal auf die Jagd geht, Flo? Können wir machen, wenn es bei mir aufgehört hat zu ruckeln, warte mal. Ich habe nichts zu essen. Alter. Du geht. Ich auch nicht, ich finde nicht mehr ein Lorsch hier. Ach, immer gut, dass ich noch Fresse habe. Alles verloren, hier zwei Rehwürde gehabt, zwei Lorsche, ein Karnickel. Ich gebe meine Chance, wenn wir hier was haben. Wie hast du das verloren? Indem ich unter dem Map gefallen bin und neu joinen musste, dann war alles weg. Na prima. Also ich gebe ja gerne noch ein Lurch aus, ich habe da noch was zu futtern. Falls ihr da nicht wieder rausfliegt, das ist halt... Muss auch schon mal gucken, ob ich überhaupt bis zu euch komme lebend. Ach, guck mal, hier ist er schon der Erste. Ja. Der Flo. Ja, ich hüpfe hier so rum, während es leckt. Es ist dunkel. Geh nach Hause. Ja, gute Idee. Wer von euch will ein Lurch? Ich würde mal noch Ja, ich habe noch halb voll Essen. Ich wollte bloß mal los ein bisschen Vorrat holen, aber in der Dunkelheit gehe ich noch so hin. Nee. Ich kann nicht mal was drauflegen gerade, okay. Jetzt. So. Aber, das Burned, wer zuerst kommt, der hat da zuerst. Ich kann auch gleich was drauflegen, auch. Auch für dich, Thomas, nochmal. Kannst du noch was essen gleich hier? Ja, wie gesagt, ich hab ja noch halb voll Magen. Ich wollte ein bisschen Vorrat holen. Ich bin noch nicht futtermäßig leer, ich bin noch nicht am Verhungern, also so ist es nicht. Ich auch nicht. Du kannst nicht mehr sagen, dass alles leer ist. Ah, ihr hört das gar nicht, ne? Was hören wir nicht? Ja, hab ich mir gedacht, hier mit diesem Kassettenrekorder, das wäre voll geil. Nee. Das ist auch schon Jahre so Jahr am Buch da. Florian, dein Essen? Das Fenster ist ja auch voll sinnlos, was ich hier reingemacht habe. Okay. Servus. Das Fenster, wieso ist das sinnlos, das Fenster? Hallo. Weil man nicht durchgucken kann. Weil das zu tief sitzt, komischerweise. Hier ist ein Hügel davor. Jetzt habe ich schon wieder den Doppeltüren-Bug. Jetzt aber bei dem Haus. Echt? Ja, ich habe tanzende Türen gerade. Da tanzen die öfters mal, aber doppelt. Wessen leuchte ich denn hier im Feuer? Ach nee, nicht schon wieder. Das ist doch schon rausgeflogen. Ich bin auch rausgeflogen. Was? Ach, Mensch. Wie seid ihr denn rausgeflogen? Ach nee, da hab ich jetzt keine Lust.
Und tschüss. Ne, wir können jetzt die Aufnahme auch, glaube ich, stoppen. Und raus. Ich glaube, wir haben 6 Stunden. Ja. Ja, na, ich verstehe nicht, wieso da gleichzeitig rausfliegen. Was ist denn das? Wir machen, weil er beide gleichzeitig diesen Lurch essen wollte. Hat, auf Wiedersehen, würde ich sagen. Ich wollte gar nichts essen. Ich bin aufgestanden von der Bank und wollte ins Haus reingehen. Und mit Emma war es, puff, tot.